The tremolos. Silence is golden. Und Silence dürfte auch Goldwert sein. Ah, Freunde, ich freue mich außerordentlich. Das freut mich besonders aus folgendem Grund. Das kann ich Ihnen gleich mitteilen. Wir haben ein Telegramm erhalten hier in der Stadthalle vor einer halben Stunde, dass gerade diesen Titel, der neueste von der Tremolos, gerade 25 Plätze diese Woche in den Vereinigten Staaten nach vorn gesprungen ist. Wir dürfen das auch so an mehrere Hitparaden erwarten in nächster Zeit. Bravo, meine Herren, bravo! Ja, die Tremolos tauchen auch gleich wieder auf. Sie haben noch einen Titel für uns heute Abend. Und zwar interessanterweise einen Titel, den Sie ja alle bereits kennen. Das heißt, Here Comes My Baby, komponiert eben, Moment, interessante Geschichte. Komponiert von Cat Stevens. Wissen Sie, das ist eins, was Sie aber nicht wissen. Cat Stevens hat diese Nummer vor gut 2 Jahren komponiert, aufgenommen und abgeliefert als Demonstrationsplatte. Und es lag all diese Zeit bei verschiedenen Musikverleger und Schallplattenproduzenten und keiner hat sich zugetraut, diese Nummer zu veröffentlichen. Es hieß, wer ist denn Cat Stevens? Und dann kommt Here Comes My Baby und dann kommt Matthew and Son. Und dann plötzlich läuft es wie die Feuerwehr. Und jetzt alle Titel von Cat Stevens werden jetzt verlangt. Das ist interessant. Ich habe gerade gemerkt, auch bei The Fingers, unserer ersten Gruppe heute Abend, alle Gruppen, wie Sie ja wissen heutzutage, sie komponieren zwar, aber die meisten Gruppen jetzt haben sich dafür entschlossen, ihre eigenen Kompositionen auf der sogenannte B-Seite zu legen. Denn sie nehmen internationalen Spitzenkräfte als Komponisten für der A-Seite oder der starke Seite. Ist doch sehr interessant. Wir können nur viel Erfolg wünschen und the Tremolos und the Fingers und all die anderen Gruppen. Aber jetzt, wie gesagt, Mode Hochburg in England. Hier steht neben mir jetzt eine sehr hübsche junge Dame, ebenfalls aus England. Darf ich bekannt machen? Tiffany. Good evening, dear. Hello. How are you? Very well, thank you. Ja, meine Herren, Sie melden sich bereits, habe ich schon gemerkt. Bin ich nicht der Glückliche heute Abend? Ja, Tiffany, passen Sie auf. Sag sogar Dankeschön. Ja, und was sagen Sie dazu, Freunde? Ja. Hey? Ist doch dufte. Pass auf, Tiffany, ich habe eine sehr wichtige Frage. Ich kann es für Sie vorweg übersetzen. Ich möchte ja wissen, ob die Minimode sich noch im Kommen ist oder ob sich völlig durchgesetzt hat in England. Das ist jetzt meine Frage. I'd like to know if Minimode is a matter of fact in England now, or is it still coming in, or are still some groups that aren't sure about it? Oh no, it's been in for a hell of a long time, you know, it's really been in. Uh-huh. I've been wearing it for about 6 years. Seit 6 Jahren trägt sie Männermode schon und sie sagt, seit gut 1,5 Jahren, 2 Jahren ist das schon längst eine Selbstverständlichkeit überall in England. Na ja, meine Damen, bitteschön, wagen Sie es, warum nicht? Fine, Tiffany, how long have you been singing professionally? About 3 years. Seit 3 Jahren singt sie als professionelle Sängerin. Any big records until now? Not yet. Also, sie wartet auch auf den größten Durchbruch. Aber wie wir ja mehrmals hier im BBB erfahren haben, wie sämtliche Gruppen uns das erzählt hat, es ist eine Frage in erster Linie vom Glück. Einzig und allein vom Glück. Mal sehen, ob es für Tiffany mit diesem Titel klappt. Was singen Sie für uns heute Abend? What will you be singing for us tonight? Oh, it's a number called Baby Don't Look Down. Okay, Tiffany singt für Sie. Viel Spaß dabei. Baby,